Hallo und willkommen zurück zu Street Fighter 5 mit Sia und mir. Wir haben gerade in der Pause mal versucht, online zu spielen. Und siehe da, zumindest klappt es so gut, dass man spielen kann. Immer noch ein bisschen Lag dabei, aber das sieht schon nach einem Spiel aus. Also toi toi toi, vielleicht klappt das ein bisschen. Ja, guck mal da. Das sind so komische Teleports, die man normalerweise nicht gewöhnt sind. Dazu ja, ja. Na, also, Ja, okay. Er ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Du hast trotzdem gewonnen. Ja, aber ich war auch vorsichtig. Aber wirklich spielbar ist es halt noch nicht, leider. Nein. Oh, die Musik ist so cool. Dass dir das so krass auffällt, ey. Ja. Yeah. Sauber, ey. Richtig gut. Ja, schade, das war nicht der ganze, ne, den du vorhin gemacht hast. Den wollte ich doch hinterher machen, ja, aber. Schade. Oh. Du musst nur warten, bis sie Fehler machen. Das sehr sind gut. Diese Chemis. Die ADS-Spieler unter den Street Fighter-Spielern. You win. Ja, aber wirklich toll läuft es noch nicht online. Ich glaube, nächste Woche wird es auf jeden Fall besser laufen. Ja, hoffentlich. Willst du nochmal online probieren? Oh, ja, das ist wieder das Pattern. Dann spiel du einfach nochmal ein bisschen. Also sicher? Das denkst du dann, ja klar, ich guck dir gerne zu. Okay. Probieren wir jetzt nochmal. Oh, du hast jetzt den Titel. Kataklysmisches Gift. Krass. Warte auf Gegner. Ich finde es irgendwie cool, dass bei den ganzen Spielen gerade immer diese Weltkarte zu sehen ist, wo du siehst einmal, wo es gerade hell und dunkel ist und wer wo gerade aktiv ist, wie viele Leute es generell spielen. So, das ist irgendwie geil. Visualisierung von Daten mag ich gern. Ja. Europa sieht gerade sehr, sehr voll aus. Mhm. Wir starten bis jetzt wohl Nacht oder morgens. Vor und nach. Ich glaube, die sind noch. Nee, die sind gerade jetzt mittags, glaube ich. Genau, die gehen nach hinten. Ne? Ja, ich glaube, ja. Gerade wenn du an die Oscars denkst, die ist bei uns so spät. Das heißt, du musst zurückdenken. So, nächstes Match. Mal sehen, ob das besser läuft. Toi, toi, toi. Die Ladezeiten sind aber auch echt krass. Mhm. Ich hoffe, das bessert sich noch. Aber Ryu. Gegen so Shotos wie Ryu und Ken habe ich noch echt Probleme mit Fällen. Habe ich gestern festgestellt gegen Kumpel. Der hat mich mit Ken so vernichtet. Shoto heißt, dass er. Das sind halt diese Standard-Ryu-Ken-Charaktere. Ein Feuerball. Feuerball, Dragon Punch. Okay. Two minutes. I'll finish you in 2 minutes. This is the path of my destiny. Round one. Fight. Laggy, aber was soll's. Ich glaube, mein Gegner kann nichts. Oh! Ich auch nicht. Richtige Ansage zum richtigen Moment. Cool, ey. Ja, es ist ein bisschen wie Ballett, wie du spielst. Ey. Das macht das hypnotisch. Kann man gut zuschauen. Sehr gut. Ja, die Musik kennst du aber von Oldschool Street Fighter, die Ryu-Musik. Es tut mir leid, ey. Ich habe, glaube ich, bis Street Fighter nie auf die Mucke geachtet, außer die Titelmusik, die man 20 Mal am Tag hört. Oh.
Sehr gut, ey. Richtig gut. Ja, zwar ein bisschen die Trainingsrunde jetzt für dich, ne? Ja, der Gegner war halt nicht ganz so gut. You win. Aber es lief auf jeden Fall besser als gegen den davor. Mhm. Es ist halt echt teilweise unterschiedlich, wie gut die Verbindung ist. Mhm. Er heißt ja Krolls jetzt hier. Das klingt ein bisschen so, als wäre es auch ein Deutscher irgendwie. Ja. Oder generell Europäer. Mhm. Ein Franzose. Le Krolls. Hey, Franzosen, mit gegen die ist nicht zu spaßen. Die sind richtig gut. Ist das wahr? Ja, auf jeden Fall. Kann man das so sagen? Also in Street Fighter und Fighting Games sind die Franzosen mit die Besten in Europa, würde ich fast sogar okay sagen. Ja. Krass. Der Evo-Gewinner von letzten Jahr in Street Fighter 4 war Franzose. Okay. Und der hat mit Pat gespielt. Geil. Bad Ben. Wessen Snick ist das? Ich weiß auch nicht, vielleicht hat ihn extra jemand gemacht für uns. Für dich? Ich glaube, eins mache ich noch, danach machen wir wieder zusammen ja gegeneinander. Ja, oder? Muss man immer so lange warten hier. Ja. Und das gefällt einem Cammy-Spieler gar nicht. Ich weiß. Aber es ist gut, du machst dich ungeduldig, dann wirst du im Tilt-Modus. Ja. Ali the Knight aus Frankreich. Mit denen ist ja bekanntlich nicht zu spaßen. Richtig. Aber mit etwas Glück ist es nur so ein Flowchart-Can, so einer wie Dennis. Ach geil, wenn du noch mehr so eine Begriffe kennst, ey, hau die raus, ey. Steh voll also drauf. Ich kenne so viele Beat'em-up-Begriffe, damit könnte ich die ganze Sendung füllen, aber ich glaube, das will keiner. Wo du alle mal erklärst, das wäre doch voll geil, so ein kleines Special. Ja, bestimmt, irgendwann mal. Finde ich gut, ey. Wie musst du mir die zeigen, wenn ich mich ja noch nicht bald fertig mache, dann muss ich natürlich auch mit Fachbegriffen um mich werfen. Richtig. Ah, oh, okay, ist vorsichtig. Ich hatte jetzt einen Shoryu erwartet. Oh. Ja, der ist schon besser. Franzose, sag ich doch. Ja. Gut. I did it. Round two. Quite. Aber auch sehr, sehr offensiv, ne? Der gibt keine Sekunde, wo er nicht prügelt oder springt. Ja, und er macht auch nicht so viel unsafe Scheiß, außer jetzt gerade. Jawoll. Okay, jetzt hast du aber bewiesen, dass er ein bisschen aufpassen muss. Ja. Schade, ey. Nee, ich wollt's auch nicht machen, das wäre Verschwendung. Ja, stimmt. So denkst du auch noch, ey. Ja. Vierdimensional. Es gibt ja noch eine nächste Runde. Das stimmt. Den aber auch super gut auf Abstand halten mit dem ganzen muss man Kram, auch. Ne? Das ist auch so geil, wenn sie reinspringen und dann trotzdem getroffen werden. Ich finde sowas. Ah, shit. Au, ah, das wärst du gewesen. Jetzt aber. Sehr gut. Ja, das ist ein Applaus fällig, ey. Dankeschön. Schönes Ding. Ja, wir haben nicht gesagt, wir spielen jetzt wieder gegeneinander, ne? Ja. Ah, wer hat fast noch ein bisschen Bock, dir zuzugucken, aber naja. Es dauert aber mal so lange, leider. Es dauert immer so lange, ja, gebe ich dir recht.
Wir haben 1000 Fs bekommen. Und 100 LP. Huch, nein. Es gibt hier so eine Währung, ne? Eigentlich, ja. Eins von den beiden. Weißt du, für die Rudels? Wahrscheinlich, um Charaktere später freizuschalten, wenn sie erscheinen. Wahrscheinlich eher Kostüme und so, ne? Die Charaktere wirst du wahrscheinlich lönen müssen für. Ich meine, gehört zu haben, dass du dafür nicht bezahlen musst. Für die ganzen Charaktere, die kommen sollen? Ja. Okay. Habe ich gehört. Ja, ich würde mich freuen. Super geil. Ja, klar, das wäre natürlich super. Krass. Freust du dich schon auf einen bestimmten, der kommt? Weißt ich freue mich halt mega auf Blanka. Also wie Michael Reinke eigentlich auch. Blanka kommt nicht. Wer sagt denn, dass Blanka kommt? Generell? Also im Moment ist Blanka nicht dabei. Also es sind ja 6 angekündigt. Ah, okay. Weißt du, welche das ist? Ich habe es gar nicht schlau gemacht. Es sind einmal Balrog, Alex aus Third Strike, dann Urien aus Third Strike, Yuri aus Street Fighter 4 und wer war der letzte? Oder der vorletzte? Honda nicht zufällig. Honda nicht. Ja, wer waren die noch? Sagat auch nicht. Geil. Geil kommt. Ja, dann glaube ich, freue ich mich noch auf keinen. Mit denen allen nicht gespielt. Also ich freue mich extrem auf Urien. Urien habe ich sehr gerne in Street Fighter Third Strike gespielt. Mhm. Was ist das denn für ein Charakter? Ich glaube, Third Strike habe ich nie gespielt, traurigerweise. Third Strike gehört mit zu meinen Lieblings-Street Fighter-Titeln. Das ist eigentlich Teil 3, ne? Also kam nach Street Fighter. Es ist Street Fighter 3, die Update-Version, so wie Super Street Fighter. Super Street Fighter, ja, genau. Third Strike war dann der dritte Versuch, der dritte Teil. Ja, okay. For those who I wish to protect. I will fight you. Round one. Da gab es ja auch dieses Parry, wo du nach vorne oder nach unten drücken musst, um zu parieren. Das gibt's ja jetzt mit Ryu, gibt's das mit ja auch Ryu, ja. Ryu, ja. Das ist vorhin mein Beef so krass vernichtet. Das muss ich jetzt wieder gut machen. Hoffentlich. Ah. Nein. Schnell weg von dem großen Mann. Eieiei. Du wirfst einen Zangief? Das niemand geht wirft nicht. Zangief. Ja. Zangief, ich hab doch gerade angesetzt. Aua, das tut immer so weh bei dir. Ah. Das war gut. Das war nicht. Das war nicht gut. Aber man kann die connecten nicht. Ich weiß nicht, warum ich manchmal zu langsam bin. Das liegt an den Abstand. Wenn du nur im richtigen Abstand kannst du die beide connecten. Ach, den Abstand zum Gegner? Ja, also wenn du mit dem Cannon Drill durch mich durchgehst, ist es halt schwer, danach noch den Dragon Punch zu connecten, weil er viel zu weit weg ist. Okay. Schon wieder geworfen. Frechheit. Och. Goddammit. Dafür können wir nichts. Nee, leider nicht. Das ist das instabile Capcom Fighter Network, das es zurzeit leider noch ist. Ja. Es ist gestern, wir haben 5 Stunden ungefähr gezockt und das ist nur einmal passiert. Und jetzt hier in der Sendung schon zweimal. Na komm. Nicht vorbei. Ich merk's mir. For those who I wish to protect, I will fight you. Round one. Screw them. Fight. Dumm. Oh, dumm. Hört. Renn doch nicht immer. Ich war doch so weit weg. Ich konnte nicht mal mit dem Tritt kriegen. Was? Das ist so mies. Sag doch mal. Hätte schon viel früher rauskommen müssen.
Was so, eine Sache, die darf man eigentlich nicht sagen. Das ist illegal, sowas. Was zum Beispiel? Kannst doch nicht einfach aus meinem Wurf rausspringen. Wenn du die Werfanimation siehst, dann bleib bitte stehen. Okay. Ich werf das Pad einfach dahin. Oh. Ja, das wäre ganz gut. Hey! Aha. Ah, neue Waffe gefunden. Gute Double Lariat. Dieses Rumgewirbel immer. Ja, ne? Großartig. Wir lieben es. Wie dumm. Nein. Ah. Oh fuck! Okay. Was? Okay, jetzt ist offiziell, du cheatest. No! Oh. Oh. Oh Mann. Aber mir geht auch immer so ein bisschen die Pumpe beim Spielen. Ja, ist auch gut so. This is the first win for player two. Nochmal. Alright. Fight! Ich hab abgeworfen. Nein! Oh, ich hab's kaum gesehen. Ah! Wieder nicht connected. Hoppla. Oh, mies. Ah. Hätte ich einfach kicken sollen. Oh! Ah, das war ein Zentimeter! Uiuiui. Alter! Komm! Oh Gott! Nein! Der hätte. Oh Gott, Scheiße! Locker, Alter! Locker! Dicke! Ja, du bist aber auch jetzt mittlerweile ziemlich vorsichtig geworden. Ah, Scheiße! Ja, ich gebe mir Mühe. Decken und Punishen habe ich gehört, damit gewinnt man Turniere. Auf jeden Fall. Alter, jetzt nur die Seite gewechselt und drückst mir trotzdem einen rein. Einfach nur unfair, wie ich finde. Oh. Okay. Was? Ah, das war gemein. Die Seite wechseln. Das war dieser Trick. Final round. Fight. Shit. Ach was. Oh. Oh mein Gott. Nein! Yes. Nein! Selbe wie eben, Seite gewechselt und hinterher gehen. Ja.
Okay, mein Sangeep ist scheiße. Ich weiß auch, ich habe glaube ich noch niemanden gesehen, der mit dem so richtig hart abgeht, aber das... Ja, in Street Fighter 4 war halt noch anders, da konnte ich ihn noch ein bisschen. Mhm. Hier muss ich nochmal mit ihm warm werden. Also wie gesagt, ich fand auch in Street Fighter 4 mit dieser Green Hand, heißt die Attacke, glaube ich, oder so, da hat man wenigstens einen Weg, dass man so richtig nach vorne prescht und so richtig gut Meter macht. Hier hat man auch Wege, weil zum Beispiel da hinten Heavy Punch, den man chargen kann, der hat auch ein bisschen Autoguard und so, der ist eigentlich ganz gut, aber den benutze ich noch zur Seite. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie man den gut einsetzt. Wir könnten mal Vega nehmen. Dann nehme ich mal Chun-Li. Vega. Wobei, nee, mit Laura. Laura. Okay. Let my beauty intoxicate you. Round one. Fight. All right, ich krieg aufs Maul. Ich muss gerade. Kann ich einmal kurz? Ja, klar. Sorry. So ging der nicht. Okay, ach ja, stimmt. Okay, der war noch. Ah, die zwei müssen reichen erstmal. Komm. Okay. Ja, viel mehr kann ich aber auch nicht mit dir. Oh my. Oh my. Wer ist diese Mai, von der du immer sprichst? Round 2. Fight. Ah, mies. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schwein. Ah, vollkommen zu Recht. Okay, Vega ist vielleicht doch nicht meiner. Er hat auch keinen coolen Style. Er hat eine Maske auf und so und der steht immer so elegant da und so. Das bin nicht ich, nicht so wie Cammy. Cammy bist du schon eher, ja. Ja. Willst du einen anderen? Ja, ne? Ja. Ich werde nochmal Laura probieren. Ja, hast eine ganz gute Figur gemacht, ey. Die hat ganz lustige. Bitte? Wir haben... Du sollst die Wrestlerin nehmen, glaube ich. Ach, Mika. Kann ich zwar gar nicht, aber gerne. Nehme ich auch wieder wen, den ich überhaupt nicht kann. Ich habe noch nie Nash gespielt, zum Beispiel. Ich nehme sie sogar in Pink. Rainbow Mika. Boah, dann nehme ich ihn, den habe ich auch noch nie gespielt. Das ist ein bisschen lustiger. Er gilt als sehr stark. Das war? Ja. Ich erinnere mich ein bisschen an Street Fighter 4, gab es auch einen, der auch so ein bisschen dicker war. So ein Amerikaner war das, glaube ich. Street Fighter 4? Mhm. Der hatte auch so, so eine Wampe, die auch so geil gravitationsmäßig animiert war. Du? Rufus, genau. Aber der war nicht so wie der. Das ist ja auch so ein Grappler, muss ich sagen. Der andere, der war so ein schneller Charakter. Mhm. Auch wenn er so fett war, der Rufus, war trotzdem sehr schnell. Okay. Round 1. Fight! Den Charger oder so? Oh ja. Ah, alles klar, okay, jetzt verstehe ich so ein bisschen. Hey,
Oh my! Okay. Oh, oh my! Oh. Ja, ich wollte dich immer packen. Ach, na ja, dumm. Das war recht dumm. Round 2. Das ist die Kickwaffe. Ganz klar. Oh mein, oh mein, oh mein. Oh cool. Neue Attacke gefunden. Oi, okay, der ist wirklich stark, also der hat echt ein. Zieht viel ab. Der Special Move ist richtig stark. Alter! Wenn du im Dings bist, wenn du V-Trigger hast, dann sind seine Special Moves. Haben auch sehr, sehr viel Autoguard, so Nekali-Style. Ah, okay. Oh, dumm. Achso, das ist so ein. Ja, er wirft die Dose. Oder manchmal eine Bananenschale. Kann man. Hä? Achso, hier, man kann ihn rollen lassen. Ja. Das habe ich schon mal irgendwie gesehen. Hier auf dem Street Fighter Lounge Turnier, also nicht das, was hier gemacht wurde, sondern das offizielle. Ja. Da ist ein Birdie auch, hat den zweiten Platz gemacht. Erster Platz Cammy, zweiter Birdie. Okay, Attack Team. Oh, oh Mann! Mm. Oh, nice. War wahrscheinlich nicht absichtlich, nicht aber richtig, war nee. Nice. Ich dachte eigentlich, das war die Rutschattacke, aber nun gut. Oh, oh. Oh. Alter. Okay. Die kann man, glaube ich, auch in verschiedenen Richtungen machen, ne, die Sache. Und nach oben. Ah. Ja, kann man. Nach oben, nach vorne. Weißt du aber auch nicht wie, oder? Wahrscheinlich mit den verschiedenen Knöpfen. Entweder leicht, mittel oder hart. Okay. Wollen wir mal rematchen? Gerne. This is the second win for player one. Round one. Fight. Oh mein. Hä? Was hab ich denn da gemacht? Oh Mann, oh Mann. War das jetzt nach vorne? Das war ja genau mit Mini-Punch quasi. Ah. Also mit einem der Knöpfe. Geh weg! Arschbombe! Ah! Ah! Dann muss ich dann meine Kollegin. Oh, Tong, Tong, Tong. Ah, cool. Der hat sogar so eine Rockerweste an, ey. Was da wohl hinten drauf steht. Oh. Richtig? Yes! Ah. Groß. So sehr tut sie ihm bestimmt gar nicht weh. Nee, ich glaube auch, eigentlich mag er das ein bisschen auch. Oh oh. Das war nice.
Okay, das sind echt die funnigsten Charaktere eigentlich, ne? Zwar ein bisschen Bullshit, aber naja, was soll's. Seine Winning Pose finde ich total albern. Oh man, okay. Gerade wieder was rausgefunden. Die Winning Pose von Birdie, oder? Ja. Wo er die Donuts isst und dann diesen dicken Donut rausholt. Okay, das sieht sehr albern. Das gar nicht gesehen. Wirst du auch nicht sehen, ich lass dich nicht. Na ja, klar. Ah! Jetzt lass dich doch mal werfen. Nein, bitte nicht. Ungern, ungern. Ah, das ist auch sehr gut. Der okay, ist das ist der nach hinten. Ah, das ist quasi ein Wurf? Ja, das ist ein Wurf, der nach vorne kommt und ist nicht blockbar. Kannst du geil über Projektile, über Hadoukens oder so. Sowas. Ja, okay. Hör doch auf. Komm, einen noch. 1-1 okay, steht zwischen den beiden. Third win for player two. Round 1. Fight! Wie der denn? Ich will rauszufinden, wie der ging. Achso. Ja, probier kurz aus. Ja. Ich bin das so gemacht. Vielleicht Dragon Punch? Ja. Ah, okay. Das ist ein Halbkreis. Ah, okay. Alles klar, okay, cool. Halt mit dem härteren Knopf hat er auch mehr Reichweite. Der hat ziemlich viele Sachen eigentlich. Ja, der hat nicht. Fällt schon schwer. Vor allem seine Charger sind richtig gut. Oh, stimmt, Charger ja auch noch, ey. Superman. Oh! Nein! Oh, das war nice. Combo, ich konnte nichts machen. Das war ganz geil, dass der Boden hier zerstört wird. Okay, es wird die letzte Runde werden. Annabelle hat uns gerade darauf hingewiesen, dass die Zeit um ist. Das heißt, jetzt alles oder nichts, 1-1, hast du ja gesagt, stimmt, ne? Was sagst du, Annabelle? Voll drauf, meint sie. Und zwar zu mir, nicht zu dir. Okay, ja, sorry. Bitte! Ah, komm! Ey, ich hab hier wohl erwischt. Voll noch ein Muster. Jetzt! Oh, ich hab. Nein! Yes. Ah, ich könnte es. Okay, aber es ist nichts verloren. Gut! Okay! Ich hab geblockt. Das ist kein Griff, ja. Nun gut. Dann geht's jetzt in die Superfinale Finalrunde. Final Round. Fight. Ist wirklich um jetzt? Die letzte Runde? Oh. Komm, einigen wir uns auf Unentschieden. Okay, Unentschieden, das ist fair. Ja, ey, danke dir nochmal für Ratschlag, Tipp und Top und so. Ja, vielleicht demnächst mal mehr davon. Wenn die Server mal ein bisschen stabiler sind. Mhm. Und ansonsten immer wieder gern. Ich berate euch gerne, gebe euch Tipps. Musst du in Zukunft auch. Ich muss mich ja vernichten. Macht es. Ihr habt ja jetzt Zeit, ein bisschen zu Hause zu trainieren. Mhm. Und wir sehen uns bald. Tun wir. Bye, bye. Tschüss. Yeah.